Hallo zusammen, heute mit einer Kickstarter-Preview zu Vivid. Und in diesem abstrakten Spiel geht es darum, Erinnerungen mit Hilfe von Fragmenten wiederherzustellen. Aber wie das Spiel im Einzelnen gespielt wird, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Zunächst einmal erkläre ich euch den Spielaufbau, und zwar den Aufbau für eine Zwei-Personen-Partie. Und jeder Spieler erhält ein Gedächtnis und ein Erinnerungstableau sowie ein geheimes Zielplättchen. Die restlichen geheimen Zielplättchen braucht ihr für diese Partie nicht mehr und könnt sie in die Schachtel zurücklegen. Mit den Erinnerungsplättchen bildet ihr einen Stapel und von den Fragmenten werden in einer Zwei-Personen-Partie je 11 in den Beutel getan. Die restlichen Fragmente bilden einen allgemeinen Vorrat. Dann legt ihr noch das Wertungstableau bereit, die Marker der Spieler auf das Feld 0, den Rundenmarker auf das Feld 1 und zu guter Letzt erhält ein Spieler noch den Startspielermarker. Und dann können wir auch schon mit der Partie beginnen. Ziel des Spiels ist es, am Ende von 3 Runden die meisten Siegpunkte zu haben. Und eine Runde besteht immer aus 4 Phasen. Die erste Phase ist die Vorbereitungsphase und abhängig von der Spieleranzahl werden eine gewisse Anzahl an Erinnerungsplättchen aufgedeckt. So werden in einer Zwei-Personen-Partie 4 Erinnerungsplättchen mit der Aktionsseite nach oben aufgedeckt. Dann werden wieder abhängig von der Spieleranzahl Fragmente aus dem Beutel auf die Erinnerungsplättchen gelegt. In einer Zwei-Personen-Partie sind das jeweils 4 Stück. Und damit kämen wir zur zweiten Phase und in dieser Phase führen die Spieler im Uhrzeigersinn Züge aus und es beginnt der Spieler mit dem Startspielermarker. Und in einem Zug könnt ihr Fragmente erhalten, aber immer nur die Fragmente, die sich am Rand der Auslage befinden. Und dabei könnt ihr entweder 3 unterschiedliche nehmen oder 2 gleichfarbige oder einen. Wenn ihr einen nehmt, habt ihr noch eine Bonusaktion. Aber darauf gehe ich später noch genauer ein. Dieser Spieler entscheidet sich für 2 gleichfarbige Fragmente, und zwar für die lilafarbenen. Und immer wenn ihr Fragmente erhaltet, werden die auf einem freien Hexfeld auf eurem Gedächtnistableau platziert. Dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn am Zug. Er könnte sich entweder für 2 gleichfarbige, also für die 2 blauen Fragmente entscheiden, oder für 3 unterschiedlich farbige, also für den grünen, blauen und roten. Das wäre auf diesem Plättchen möglich. Und hier könnte er sich nur für 3 unterschiedlich farbige Fragmente entscheiden. Und da würde er zunächst einmal das grüne und das rote Fragment bekommen und dann noch von dem nächsten Plättchen das blaue Fragment. Und für diese Möglichkeit entscheidet sich der Spieler auch. Und immer wenn ein Spieler alle Fragmente von einem Plättchen entfernt, erhält er dieses. Nun ist wieder der Spieler am Zug. Er entscheidet sich für 3 unterschiedlich farbige Fragmente und erhält somit auch das Plättchen. Der nächste Spieler entscheidet sich für ein Fragment, und zwar für das grüne Fragment. Und immer wenn ihr euch nur ein Fragment nehmt, bekommt ihr eine Bonusaktion und bei dieser könnt ihr entweder aus einem Hexfeld beliebig viele Fragmente in benachbarte Hexfelder bewegen oder ihr entscheidet euch für die zweite Möglichkeit und bei dieser sucht ihr euch ein Hexfeld aus und bewegt von angrenzenden Hexfeldern eine beliebige Anzahl Fragmente in dieses Hexfeld. Und hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass in einem Hexfeld nie mehr als 3 Fragmente liegen dürfen. Und so geht die zweite Phase im Uhrzeigersinn weiter, bis alle Fragmente bzw. Plättchen genommen wurden. Und dann wird zum Abschluss dieser Phase der Startspielermarker im Uhrzeigersinn weitergegeben. Die dritte Phase wird gleichzeitig gespielt und zunächst einmal ordnen die Spieler die einzelnen Plättchen jeweils einem Aktionsfeld des Erinnerungstableaus zu. Und somit werden die Aktionen auf dem jeweiligen Tableau freigeschaltet. Zusätzlich habt ihr auf dem Plättchen ebenfalls Aktionen. Es gibt dabei 2 unterschiedliche. Einmal seht ihr hier ein Fragment abgebildet mit einem Plus. Das bedeutet, dass ihr aus dem Vorrat das jeweilige Fragment bekommt und auf einem freien Hexfeld platzieren müsst. Und um dann anzuzeigen, dass ihr die Aktion des Plättchens verwendet habt, wird dieses umgedreht. Bei der zweiten Aktionsmöglichkeit, die ihr auf Plättchen findet, müsst ihr immer ein gewisses Fragment entfernen, in diesem Fall ein rotes Fragment. Und das Fragment legt ihr dann zurück in den allgemeinen Vorrat. Und dann erhaltet ihr als Belohnung aus dem allgemeinen Vorrat 2 Fragmente, die in das entsprechende Feld platziert werden. Habt ihr dabei in dem Hexfeld nur Platz für ein Fragment, müsst ihr euch für eines der beiden Fragmente entscheiden. Und zu guter Letzt wird das Plättchen ebenfalls umgedreht. Und hierbei ist sehr wichtig zu erwähnen, dass ihr die Aktion von dem Erinnerungstableau und dem Plättchen in beliebiger Reihenfolge ausführen dürft. Diese Aktion besagt, dass der Spieler zufällig ein Fragment aus dem Beutel zieht und es dann auf ein freies Hexfeld platzieren muss. Und bei dieser Aktion darf der Spieler ein Fragment aus einem Hexfeld in ein benachbartes Hexfeld verschieben. Bei dieser Aktion entfernt man zunächst einmal 2 Fragmente aus einem Hexfeld und erhält dann als Belohnung ein Fragment seiner Wahl aus dem allgemeinen Vorrat. Dann nutzt der Spieler die Aktion des Plättchens, erhält also ein lilanes Fragment, das er auf einem freien Hexfeld platziert und gibt dann ein lilanes Fragment ab, um ein grünes und gelbes Fragment zu bekommen.
Und bei der letzten Aktion kann der Spieler zwei Fragmente miteinander tauschen. Und zwar kann man immer nur die Fragmente tauschen, die sich in benachbarten Hexfeldern befinden. Also zum Beispiel könnte der Spieler das blaue Fragment mit dem roten Fragment tauschen. Normalerweise hätte der Spieler eher diese Aktion gewählt, aber um euch alles zu erklären, habe ich das Plättchen mal über diese Aktion gelegt. Und damit kämen wir zur vierten Phase, der Wertungsphase. Und diese besteht immer aus drei Schritten, beziehungsweise aus vier Schritten in der letzten Runde. Und im ersten Schritt werden zunächst einmal die Erinnerungs- beziehungsweise Momentplättchen gewertet. Denn auf der Rückseite habt ihr ja die Aktionsseite und auf der anderen Seite jetzt die sogenannte Wertungsseite. Und dann schaut ihr euch an, wofür ihr Punkte bekommt. Bei diesem Plättchen bekommt ihr vier Siegpunkte für jedes Hexfeld, in dem sich ausschließlich nur ein blaues und ein lilanes Fragment befindet, sonst nichts. Das hat der Spieler leider nicht geschafft, das heißt, für dieses Plättchen bekommt er keine Siegpunkte und das Plättchen bleibt auch über dem entsprechenden Aktionsfeld liegen. Bei dem anderen Plättchen sieht es jedoch anders aus. Da bekommt der Spieler 6 Punkte für ein Hexfeld bestehend aus einem grünen, einem blauen und einem roten Fragment. Das hat der Spieler zweimal. Somit bekommt er 2 mal 6, also 12 Punkte und das tragt ihr auf der Wertungsleiste ab. Und zudem wird das Plättchen neben das Tableau gelegt. Der Spieler erhält für das Plättchen leider keine Punkte, aber für das Plättchen, da er ein Hexfeld bestehend aus einem lilanen und einem roten Fragment hat und sonst keinem anderen Fragment, und dafür erhält der Spieler 4 Siegpunkte. Im zweiten Schritt wird geschaut, ob man Verbindungen geschafft hat. Und zwar besteht das Gedächtnistableau aus Hexfeldern und auch aus Feldern am Rand. Und diese Felder am Rand haben zum einen eine Farbe und auch eine bestimmte Anzahl an Eingängen. So hat dieses lilane Feld 4 Eingänge, das lilane Feld aber nur 2 Eingänge. Und ihr versucht dabei Verbindungen zwischen den Feldern herzustellen. Und das gelingt euch, indem ihr zwischen den beiden Feldern eine durchgehende Linie der entsprechenden Fragmentfarbe bildet. Und dann bekommt ihr wie folgt Punkte. Und zwar zählt ihr die Anzahl der Hexfelder, die sich in der Verbindung befinden. Dabei ist irrelevant, wie viele Fragmente der jeweiligen Farbe sich in dem Hexfeld befinden. Ihr bekommt jeweils nur einen Punkt. Also würde der Spieler in diesem Beispiel 3 Punkte bekommen und diese 3 Punkte werden mit der Anzahl der freien Felder am Rand multipliziert. Da der Spieler im Moment 2 freie Felder hat, bekommt er somit 3 mal 2, also 6 Punkte. Wäre zum Beispiel auf diesem Feld ebenfalls ein lilanes Fragment gewesen, so hätte der Spieler 4 mal 2, also 8 Punkte bekommen, da immer alle Hexfelder berücksichtigt werden, die sich in der Verbindung befinden. Nachdem der Spieler die Punkte bekommen hat, wird jeweils ein entsprechendes Fragment aus dem Randfeld auf das jeweilige Feld platziert. Im dritten Schritt bekommt man Punkte, wenn man Bereiche am Rand, die aus unterschiedlich vielen Feldern bestehen, jeweils vollständig mit Fragmenten befüllt hat. Und dabei gibt es 3 unterschiedliche Bereiche. Einmal einen Bereich bestehend aus 3 Feldern. Hat man diese mit Fragmenten belegt, bekommt man 18 Punkte. Dann einen Bereich bestehend aus 2 Feldern. Belegt man diese beiden Felder, bekommt man 4 Punkte. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen Bereich mit nur einem Feld. Hat man hier ein Fragment liegen, so wie in diesem Fall, bekommt man einen Siegpunkt. In der dritten Runde käme jetzt noch der vierte Schritt hinzu. Aber dadurch, dass wir uns in der ersten Runde befinden, wird einfach nur der Rundenmarker ein Feld weiter bewegt. Und damit kämen wir zur zweiten bzw. dritten Runde, die genauso ablaufen, wie ich euch gerade erklärt habe. Nur mit der Änderung in der dritten Runde, dass in der vierten Phase noch ein vierter Schritt hinzugefügt wird und den erkläre ich euch jetzt genauer. Und im vierten Schritt wird zunächst einmal das geheime Zielplättchen aufgedeckt. Und jedes geheime Zielplättchen hat eine favorisierte Farbe, wie in diesem Fall lila, und dann bekommt man für folgende Dinge Punkte. Zunächst einmal bekommt der Spieler für jedes lilane Fragment, das sich auf einem Hexfeld befindet, einen Punkt. Also in unserem Beispiel bekommt der Spieler 7 Punkte. Dann schaut sich der Spieler die Plättchen an und für jedes erfüllte Plättchen, das ein lilanes Fragment zeigt, bekommt der Spieler nochmal 5 Punkte. Er hat 3 Plättchen, das heißt, er bekommt 3 mal 5, also 15 Punkte. Und zu guter Letzt bekommt der Spieler 2 Punkte für jedes lilane Fragment, das sich auf einem Randfeld befindet, also in unserem Beispiel 2 plus 2, also 4 Punkte. Bei dem anderen Spieler ist grün die favorisierte Farbe, er hat 6 grüne Fragmente auf Hexfeldern, bekommt also 6 Punkte. Dann schaut man sich wieder die Plättchen an. Der Spieler hat 3 Plättchen, die ein grünes Fragment zeigen, bekommt dafür also nochmal 15 Punkte. Und da er 2 Fragmente am Rand hat, bekommt er dafür nochmal 2 plus 2, also 4 Punkte. Und der Spieler, der dann die meisten Punkte gesammelt hat, hat das Spiel gewonnen. Das sind die Regeln zu Vivid und kommen wir mal zu meinem Fazit. Zunächst einmal zu den Komponenten, zu der Optik. Und bei den Komponenten kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, weil das hier noch ein Prototyp ist.
Aber allein der Prototyp hat schon so hochwertige Komponenten und da freue ich mich einfach auf das fertige Spiel. Und ja, zu der Optik, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel sagen. Es ist von dem Illustrator, der auch Everdell illustriert hat und es sieht einfach toll aus. Es sieht wirklich, hat eine tolle Table Presence und ja, da hat man echt direkt Lust drauf loszuspielen und ja, alles ist wirklich top, was das angeht und spielerisch. Das ist ein abstraktes Spiel und erinnert mich persönlich so ein bisschen an Calico vom Grübelfaktor her und an Trails of Tucana im Hinblick darauf, diese Wege zu bilden. Und wenn ihr diese beiden Spiele mögt, dann stehen die Chancen schon gut, dass ihr Vivid auch mögt, weil das ist für mich so eine Kombination aus beidem und das finde ich halt so spannend, dass ihr hier neben diesen ja, Verbindungselementen zu den anderen Spielen, aber auch noch andere Sachen habt, die ich so noch nicht kenne. Alleine die Fragmente dann zu nehmen, da müsst ihr immer schauen, okay, nehme ich jetzt von links ein Fragment oder von rechts und welche Fragmente bleiben dann für die anderen Spieler übrig? Also das ist schon sehr interessant. Die Interaktion ist ja nicht so hoch, aber durch dieses Element kommt ein bisschen Interaktion dazu und das gefällt mir halt gut. Aber natürlich ist es nicht so konfrontativ, da ihr die meiste Zeit schon vor euch hinpuzzelt und versucht, das Beste rauszuholen und ja. Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euren Zug am besten optimiert. Wollt ihr zunächst hier die Randfelder voll haben, um dann immer diese Bonuspunkte zu kriegen? Oder versucht ihr auf andere Weise die Punkte zu generieren? Und das ist schon wirklich ein schönes Spiel, auch ein knobeliges Spiel. Also das Cover täuscht ein bisschen, weil ihr müsst schon gut überlegen, wie ihr eure Fragmente einsetzt. Und da gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Auch wie ihr dann diese einzelnen Aktionen nutzt und auch wo ihr das Plättchen platziert, also über welche Aktion ist entscheidend. Und ja, also ihr merkt schon, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Wie gesagt, das Cover täuscht ein bisschen, es ist schon grübelastig, aber mir hat es sehr gut gefallen und ich freue mich wirklich total auf das fertige Spiel. Und ja, also von meiner Seite, wie gesagt, wenn ihr diese Spiele mögt, so Calico vom Grübelfaktor her, und auch Trails of Tucana, so die Wege zu bilden. Aber auch wenn ihr die anderen Spiele nicht kennt, solltet ihr euch Vivid auf jeden Fall mal anschauen. Und jetzt habt ihr wieder die Möglichkeit, ein Pledge-Level von dem Spiel zu gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Alle Abonnenten, die dem Video einen Daumen nach oben geben und eine Frage beantworten, nehmen am Gewinnspiel teil. Und diesmal wird mich Folgendes interessieren. Wie wichtig ist euch der Illustrator eines Spiels? Jetzt gerade in diesem Fall ist es euch wichtig, dass der Illustrator schon Everdell illustriert hat oder andere Spiele oder sagt ihr, nee, es muss einfach gut aussehen, es ist eigentlich egal, wer das illustriert hat. Da bin ich mal wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare und damit bleibt mir jetzt nur zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!